Wir brauchen irgendwas, das sie nicht mehr zaubern können. Da hatten wir, glaube ich, auch ein, zwei Zauber. Nicht bei Feuer. Okay, das heißt, du machst einfach nur Schaden. Hast du was, um Leute zum Schweigen zu bringen? Schlingen, Regen, also, nee, hast du nicht. Trink einen Zaubertrank. Hau. Ja, jetzt haust du nur noch, ne? Aber du regenerierst dich voll hoch. Aber es hält nur noch eine Runde. Das heißt, du machst jetzt... Du wählst ihn an als Ziel. Machst einen Mana-Schwall. Du haust, du haust, du... Das ist... Was machst du? Könnte eine Erdabwehr zaubern, aber ich weiß nicht, ob die nur Erdschaden machen. Muss ich gleich mal vermehrt drauf achten. 13, 13, 58. Das sah aus wie Erde, Erde und Lila wird dunkel. Du. Mana-Schwall. So, du haust den da. Du trinkst einen Trank. Du vergiftest nochmal beide, weil sie Schaden dadurch kriegen. Auch wenn nicht besonders viel. Du nimmst den. So, du haust den Angeschlagenen. Keine Regeneration von euch, Jungs. Okay, Feuer sollten wir echt lassen, aber das ist doof, weil Jerry kann nur Feuer. So, du wurzelst den Angeschlagenen. Ja, die regenerieren jetzt mal eben wieder hoch. Haben Gegner eigentlich unendlich viel Mana? Wenn ja, wäre es unfair. So, wir müssen den da töten. Genau, genau, genau. Ah ja. Fokusschaden. 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 Fokusschaden, sehr gut. So, du. Fokusschaden. Wir gehen wird er aber gut gegen an. Wir müssen gleich Pausen einlegen wegen Tränke trinken. Gift tickt immer noch, okay. Und neue Regeneration. Arschloch. Unsere schönen Tränke. Frisch gekauft. So, er dann tickt durch, ist mir Wayne. Du heil sie. Du trinkst den. Du greifst ihn nicht an. Wir machen jetzt einfach nur Nahkampfschaden. Solange bis die Regeneration weg ist. Das heißt, du machst eine Regeneration auf uns. Verteidigen, verteidigen, verteidigen. So, Regeneration ist zu Ende. Er wird gleich eine neue Regeneration zaubern, deswegen machen wir Mana-Schwall. Deswegen greifst du unaufhaltsam an. Single-Schaden, Single-Schaden. Buff. Hat Mana-Schwall Schaden bekommen und hat sich nicht regeneriert. Das war ein Fehler, Junge. Du, Mana-Schwall. Unaufhaltsamer Angriff. Das da, das da. Und jetzt müsste er tot sein. Kaputt, kaputt. Kseh. Kaschan. Mann, oh Mann. Das alles für einen Mana-Trank. Wir wollen da weg, 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 weg. Da sind... Orks. Orks, 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 Orks. Raus, 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 raus. Wir wollen zu einem Brunnen. Wollen uns da hochheilen. Und dann wollen wir neue Mana-Tränke kaufen. Ganz, ja. Nee, nee, nee. Keine neuen Sachen erkundschaften. Ich will nur... Was ist das? Elfengiftpilz. Ha, den brauchen wir bestimmt für irgendeine Queste. So, nicht da lang. Wir hatten noch hier irgendwo einen Brunnen gehabt. Genau da, wo wir vorher geschlafen hatten. Also, die sind jetzt eh alle müde. Das ist ärgerlich. Da ist der Brunnen. Ich probiere nochmal ganz kurz hier ein bisschen rumzulaufen.
So. Und wenn sie dann ganz müde werden, dann schlafen wir auch. So, du löst dich auf. Wir gehen aber nicht lang. Ich wollte es nur auflösen. Oh. Können wir jetzt nach Karsal? Oder ist das hier nur irgendein Anwesen? Ich glaube, das ist nur ein Anwesen. Das ungepflegte Äußere der Frau steht im Gegensatz zum Luxus innerhalb des Hauses. Du siehst also ungepflegt aus, hm? Hm. Ja, was gibt es? Naga-Tee? Ihr sammelt Teesorten der Naga? Nun, ich muss gestehen, ich mag keinen Tee. Ich liebe Tee. Mein Lieblingstee der Naga ist die Sorte, die sie Haijin nennen. Das ist ein sehr dunkler, rauchiger Tee, von dem die Naga behaupten, habe eine stärkende, erholsame Wirkung. Hier, ich packe euch ein wenig ab. Das ist aber freundlich. Okay. Großmeister der Feuermagie. Von einer dreckigen Menschenfrau, die in einem Prunksaal lebt. Ob das direkt mit sich machen lässt. Na gut. Zurück. Klatsch. Ihr seid Schatzjäger aus Hammerfall? Das weckt Erinnerungen. Wisst ihr, ich war früher einmal vor sehr langer Zeit auch eine Schatzjägerin. Natürlich habe ich mich längst zur Ruhe gesetzt. Genau. Mit 21, so wie du aussiehst, muss man sich sofort zur Ruhe setzen. Ich habe Ruhm und Reichtum gefunden, als ich aufgehört habe, danach zu suchen. Das macht mich wohl zu einem erfolgreichen Schatzjäger. Oh, und hat euch ausgebildet? Ich verstehe. Natürlich kannte ich ihn. Wer nicht? Es tut mir leid, von seinem Ableben zu hören. Aber zumindest lebt sein Vermächtnis in euch weiter. Gut. Da. Großmeister Feuermagie. Annehmen. There are enemies ahead. Goblins? Das ist kein Goblin. Aber dahinter ist ein Goblin. Na gut, dann bereiten wir es mal vor. Du, da, da. So. Sind ein paar mehr. Ich hoffe mal, die sind nicht so stark wie die anderen da hinten. Aber sie werden es wahrscheinlich sein. So, so, so. Schläger. Hallo. Warum knabberst du an der Waffe rum? Du Schläger. Hältst nicht so viel aus. Du wirst dich bestimmt... Oh. Widerstand gegen Luft. Geparden und was nicht noch alles da kommt. Okay. Schild ist noch aktiv, deswegen... Hau einfach. Feuerball. Gift. Ritzel. Neues Schild. Neuer Feuerball. Regeneration sparen wir uns erstmal. Wurzel. Ritzel. Naja. Neues Schild. Neuer Feuerball. Oh, widerstanden. Kein neues Gift, aber neue Steinhaut. Schild von Girogon ist abgenutzt. Hey! Unser erster zerstörter Gegenstand. Also nicht mal zerstört, sondern abgenutzt. Aber es ist also nicht verbuggt bei uns. Das ist gut. Feuerball. Gift für Flächenschaden? 20, na gut. Zack. Du trink einen Zaubertrank. Du trink einen besseren Zaubertrank. Du zauberst noch keine Regeneration. Du tötest den Schläger. Und du tötest den Goblin. Dann verteidigst du dich. Dann machst du ein Schild. Dann machst du das. Dann machst du das. Und dann warten wir. Dann kommt ja noch ein Ork. Kriegspanther. Dann mal gucken, was ihr aushaltet. Vergiften. Sehr gut. Hauen. Was war das? Haben wir gerade eine Runde verloren? Nee, okay. Feuergift kommt nicht so häufig durch.
Blitz klappt ganz gut. Zang, 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 zang. Feuer, nee. Furz ist das schon besser. So, so. Und du, ja, mach ein neues Schild. Du hast langsam keine mittleren Zaubertränke mehr. Okay, dann halt ein großer. Du. Du haust. Au, 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 au. Okay, du. Regeneration. Du machst einen Feuerball. Die müssten gleich alle kaputt sein. Achso, die überlappen sich, die. Das müsste auch noch irgendwie anders gelöst werden. Also, dass, wenn sie so nebeneinander stehen, dass dann eins weiter oben oder weiter unten ist. Damit man auf einen Blick sehen kann, wie viele Lebenspunkte die haben. So, und da ist noch ein Gegner. Das ist nicht so schön. Schießen. Oh. Kommt da noch einer? Ja, dahinter kommt noch einer. Wir werden sehr viele Tränke verbrauchen. Und zwar auch sehr viele von den guten Tränken. Das ist absolute Verschwendung bei ihm, aber er muss trotzdem eintrinken. Sonst haben wir kein Schild später. Du, wie viel hast du? 200. Du trinkst gleich einen von den Großen. Wow. Ganz ruhig, ganz ruhig. Du machst Schild. Feuerball. Du trinkst ein davon. Du machst das da. Du machst die Rüstung, du machst Feuer, du machst eine Heilung. Britzel. Du haust, du trinkst den letzten größeren Zaubertrank. Du machst Gift. Ich hoffe, da kommt jetzt nicht noch mehr an. Nee, sieht gut aus. Okay. Britzel. Ja, du haust, du brennst, du steinhautest. Hauen, hauen, hauen. Britzel. Hauen, 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 hauen. Ich mach das Gift jetzt ein bisschen. Weil so viel Schaden machen die wirklich nicht. Hauen, hauen. So, so, so. So, neues Gift, damit er auch was bekommt. Du kannst ruhig mal ein Schild machen. So, du haust den Panther, der ist weiter angeschlagen. Du haust alle. Du haust den Panther. Panther. Du bist bald tot wegen Gift. Panther, 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 Panther. Wow, wann ist das denn passiert? Du hast keinen... Das ist jetzt ärgerlich. Kriegt nämlich gleich keine Lebenspunkte, keine Erfahrungspunkte dadurch. Da gönne ich mir nochmal einen Mana-Trank, in der Hoffnung, dass er sie schnell genug heilt. Jetzt müssen wir die absichtlich am Leben halten. Warte mal, du musst kaputt gehen. Dann muss er sie heilen. Dann müssen wir den Panther töten. Dann kriegen alle Erfahrungspunkte. Jo, sehr gut. Ein großer Lebenstrank. Okay, in die Richtung wollen wir auch nicht mehr gehen. Wir würden gerne zurück zum... Oh. Wasserelementar und komisches Zeug. Wir wollen schlafen. Die sind eh müde. Orks. Das ist also auch nicht die Ecke, wo wir jetzt weitermachen sollten. Das heißt, wir gehen jetzt abermals in die Stadt zurück, kaufen uns alles an Tränken, was wir kaufen können. Also auch die ganz großen. Und dann gucken wir weiter. Wobei ich mir nicht sicher bin, wo wir weitermachen sollen. Also es gibt sehr viele Ecken, wo es weitergeht mit tierisch vielen Verzweigungen. Haken ist allerdings, dass da bei dem einen Gebiet sind es die Elfen. In dem anderen Gebiet sind es diese Knochenmaskentypen.
Die Orks waren auch nicht gerade toll. Weiß ja nicht. Und ich kann auch ausrüstungstechnisch da nicht so viel drehen, wie ich das richtig sehe. Weil bessere Waffen bringen uns nichts. Wir machen kaum Nahkampfschaden. Bessere Rüstung. Bessere Rüstung. Wir sollten vielleicht mal besser an Rüstung gucken. Das stimmt.